Heute gehen meine 6 Fragen an unseren Geschäftsführer Burkhard Preuß. Hallo Herr Preuß, schön, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Hallo, ich freue mich auch. Seit der Flutkatastrophe in einigen Teilen Deutschlands sind die Themen Klimawandel und Umweltschutz ja so aktuell wie nie. Und es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam da noch mehr tätig werden. Und natürlich möchte sich auch unser Verein zukünftig dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit in weiteren Projekten noch mehr widmen. Herr Preuß, warum ist es denn so wichtig, dass wir als Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital e.V. das Thema Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus rücken? Ja, Sie haben die Anlässe ganz gut in den Blickwinkel gerückt. Es ist tatsächlich so, dass uns die Ereignisse im Sommer doch ziemlich erschüttert haben. Und ich bedanke mich an der Stelle auch erstmal noch für die große Spendenbereitschaft auch innerhalb unseres Vereines in dieser Angelegenheit. Grundsätzlich ist Nachhaltigkeit ein Stück weit mehr als nur Klimaschutz, sondern da spielen ganz andere Aspekte noch eine Rolle. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, keine Armut, Zugang zu Bildung. Das sind alles auch Themen, die uns in unserer täglichen Arbeit berühren und eine Rolle bei uns spielen. Selbstbestimmtheit. Und deswegen denke ich, ist es unser ureigenstes Interesse, dieses Thema aufzugreifen und bewusst anzuwenden. Gibt es denn schon erste Ideen, welche Projekte umgesetzt werden können? Da gibt es schon eine ganze Menge. Wir werden feststellen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir das ein oder andere auch schon angefangen haben. Mir kommt es darauf an, dass wir Nachhaltigkeit nicht nebenher machen, sondern ein Bewusstsein dafür haben, nachhaltig zu agieren. Und das kann man nicht auf breiter Fläche, sondern da sollte man sich 1, 2 Sachen herauspicken und mit denen dann tatsächlich auch beginnen. Was machen Sie denn privat für den Klimaschutz? Ja, die Frage habe ich befürchtet. Also letztendlich so viel wie andere auch. Ich denke, da gibt es auf alle Fälle noch ein bisschen Luft nach oben. Grundsätzlich sind das solche Sachen wie auf den Verbrauch achten, auf die Regionalität der Produkte achten, die Mobilität bewusst einsetzen. Aber dort habe ich auch ein Vorprojekt, der ein Motorrad umfasst. Insofern gibt es dort Reserven. Unser Verein plant ja für den 27. Oktober auch eine Veranstaltung. Nachhaltigkeit auch ein Thema für uns. Was hat es denn damit auf sich? Grundsätzlich möchten wir dort erstmal das Bewusstsein schärfen für das, was Nachhaltigkeit alles umfasst. Und haben uns dafür auch einen Referenten eingeladen, der uns ein Stück weit einführt in das Thema. Und vom Grunde auf würde ich mir wünschen, dass wir eine Art Standortbestimmung haben und vielleicht auch schon erste Ansätze finden, wo wir als Lebenshilfe uns selbst Ziele definieren, die wir dann auch längerfristig angehen und sagen, an den Stellen möchten wir nachhaltiger agieren. Das kann das Thema Gleichberechtigung sein, es kann Umweltschutz sein, aber es kann auch ein ganz anderes Ziel sein. Das wird sich in der Veranstaltung hoffentlich ergeben. Ich habe gehört, der Paritätische plant auch ein Pilotprojekt zum Thema Klimaschutz. Vielleicht können Sie dazu auch 1, 2 Worte sagen und wäre das vielleicht auch eine Chance für uns als Verein? Ja, ist sehr cool. Also mittlerweile ist es auch schon so, dass wir Projektpartner geworden sind. Wir haben auch einen Standort bestimmt, das gemeinschaftliche Wohnen im Haus Gottleubertal spielt dort eine Rolle. Es wird einen CO2-Scout geben, der dort aktiv werden wird. Und Inhalt des Projektes ist, sagen wir, den CO2-Fußabdruck der Einrichtung zu bestimmen und auch dort Klimaschutzziele in der sozialen Arbeit abzuleiten. Und ich finde das ganz interessant, weil das ein bisschen auch ein Spiegel für andere Einrichtungen sein könnte. Und wer sich ein Stück weit intensiver damit beschäftigt, der stellt ganz schnell fest, dass der CO2-Abdruck eines Menschen doch sehr groß sein kann. Gibt es abschließend noch was, wo Sie sagen, also gerade zu dem Thema, das wünsche ich mir für unseren Verein, das sehe ich zukünftig, das wären die zukünftigen Ziele für uns? Ich möchte gerne, dass das Thema von möglichst vielen Menschen so verstanden wird, wie es auch derzeit in Presseinhalten zu lesen ist. Letztendlich ist es nicht eine Frage der Generation jetzt, sondern es ist eine Frage, darüber nachzudenken, wie wollen wir die als jetzt aktive Generation die Erde unseren der nächsten Generation überlassen. Und dort, denke ich, haben wir eine Aufgabe, die noch sehr, sehr viel Inhalte hat, die man bewältigen muss. Und ich wünsche mir sehr, dass wir unseres dazu beitun als Verein, aber auch als Privatperson, die Erde möglichst gut unseren Kindern zu überlassen. Okay, vielen, vielen Dank. Danke und wir freuen uns, wenn Sie Interesse haben, sich auch dem Thema Nachhaltigkeit noch mehr zu widmen.
Kommen Sie am 27. Oktober zur Veranstaltung, melden Sie sich vorher bei mir per E-Mail oder telefonisch an und genau, lassen Sie uns das Thema gemeinsam angehen. Also ich würde mich riesig freuen, wenn Sie kommen und drücke die Daumen, dass es mehr als 20 werden. Das ist eine Hausnummer.